Okay, wir machen da einfach mal so ein Video hin. Wenn ich das jetzt mal wiederfinde. Bin ich irgendwo. Ja. Global Warming. Video. So. Glück doch. Der Nebelpart ist fast fertig. Jetzt will ich mal gucken, ob ich es euch irgendwie schön machen kann. Okay, ihr habt auf jeden Fall ein großes Gehege. Aber euch fehlt Sand. Mehr Sand. Dann wenn nicht zu tief. Hier ist so eine kleine Wasserquelle. Wo wir nur gucken, wie ich die anbringe. Wasser. Nee, das geht nicht. So. Yep, aber Ben. So. Ach, Mülleimer. Oho. Mir unbedingt gleich um die Überbelegungen kümmern. So. Veterinärforschung. Nebelpader. Einrichtungen. Aber mich wundert, dass sie gerade zufrieden sind mit dem Geld. Ersetzen. Die Bildung sind sehr weniger zufrieden mit. Dann setzen wir hier doch einfach. Wieder zwei Tafeln hin. Tradition und Medizin. Und das da. Dann aber wieder speichern. Mittlerweile ist er doch schon recht groß, würde ich mal behaupten. Unser kleiner Zoo, genau. Unser Zoo. Irgendein Tier wäre gestorben, also ausgestorben in letzter Zeit, wahrscheinlich. So, hier haben wir auf jeden Fall viel zu viele Viecher drin. Mal wieder.
So, dann kann ich die nämlich auch einfach hökern. Aber Schnellhandel. Wir haben mehr Elefanten jetzt. Wir haben zwei Jungtiere. Nicht bei den Schildkröten. Okay, wir brauchen neues Männchen. Das lasse ich frei. Brauchen nur einen blauen V. Den kann ich einmal hier wieder damit reinsetzen. Und blauer V. Einmal. Und noch ein anderes Männchen. So, habe ich hier irgendwas, was ich noch handeln? Handeln. Ich kann nicht handeln. Ich habe schon. Handeln. Da-da. Brauchen Art Erhaltungspunkte. Weibchen brauchten wir, ne? Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwelche Tiere ausmustern können. Ja, bei euch. Du kannst mit raus. Ihr könnt mit raus. Fünfundachtzig Punkte sind nicht viel. Bei den, oh Gott, bei den Erdmännchen. Da kann ich aber einige auszimmern. Und dann kann ich nur das Männchen mal reinsetzen. Oh, ein neues Erdmännchen. Erdmännchen. Wunderbar, für 100. Das geht doch. Erdmännchen. Hier einmal bitte rein. Können die wir uns auch nicht mehr jammern. So. Noch ein Tier, was weniger werden muss.
Ah, die Schildkröten. Wohlbefinden. Aber warum denn? Warte mal. Ich glaube, die hat sich da festgepackt. Huch. Nein. Um Gottes Willen. Naja, okay, dafür steht sie da hinten wieder. Ich glaube, die hatte sich da echt festgepackt. Ja, jetzt ist das Wohlbefinden wieder okay. Uff. Okay. Ja. Wir speichern. Achso, ihre. Können wir bei den Leistenkrokodilen noch irgendwas machen? Oh, hier sind. Okay, euch lasse ich mal drin. Euch lasse ich frei. Ja, bei den Leistenkrokodilen. Bloß weg mit euch. Die vermehren sich wie Unkraut. Die vermehren sich echt wie Unkraut. So. Wir brauchen einen neuen Nebelpader. Und ein paar der Okapis können weg. Okay, und wir müssen einmal wegen einer Krankheit. Ich glaube, die hat. Es ist zumindest keine neue Krankheit. Neuer Nebelpader. Also, vielleicht sollten wir einen Nebelpader auch hier eingeben. Nebel. Männchen war das, oder? Was fehlt da? Ja. So, wie viel können sie eigentlich leben? Okay, nur ein Männchen und ein Weibchen. Das ist schade. So. Nebelpader waren hier. So. Okay, irgendein Erdmännchen wird bald sterben. Kann ich jetzt das Gehege der Fennex machen? Oh nein! Nein, was machen die denn da? Wenn die sich jetzt aufwärts gebackt haben, ne? Sieht zwar fast danach aus, aber Gott, ist das süß gerade. Ich glaube, die haben sich da echt festgepackt.
Ja. Stevio, vielen lieben Dank für 100 Bits. Ich weiß nicht, ob... Okay, der hat sich nicht festgepackt. Oh Gott, war das niedlich. Wir kommen heute nicht dazu, das Gehege zu machen. Oh nein, wie süß kacken die denn? Nein, nun wedelt die Kacke weg. Schön. Oh. Oh, habt ihr euch jetzt lieb? Habt ihr euch lieb? Gibt es Nachwuchs? Dann schön mit dem Schwanz breitschmieren. Ja, was meinst du, wozu sie sonst hier diesen schwarzen Fleck haben? Der kommt ja nicht von irgendwo her. Gott, ich die süß. Ich will einen Wüstenfuchs haben. Oh. Die haben nur Dreck am Stecken. So, nur Wüste. Also, dann kann ich einmal auch hier wieder. Ah, ne. Dann natürlich noch mit Sand. So. Dann stellen wir den hier einmal woanders hin. Nee, löschen den einfach komplett. Okay, Platz habt ihr immer noch. Der Killer, vielen lieben Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen bei den Samtfluten. Mach's dir bequem. Irgendwie bin ich noch nicht ganz zufrieden. Wir brauchen auf jeden Fall so mehr, was den Boden bedeckt. Die mehr, was den Boden bedeckt. So. Einmal. Das ist dann immer ein riesigen Busch. So. Nee, das ist zu groß.
sie haben Nachwuchs. Oh nein. Der Fennek-Nachwuchs. Oh Gottchen. Ich brauche einen Wüstenfuchs in meinem Leben. Oh nein. Oh Gott. Oh, wie er den Boden plättert. Oh Gott. Hilfe, jetzt werde ich angerannt. Gott, sie haben aber viel Nachwuchs bekommen. 4 Babys. Ich glaube, mehr kann man sogar gar nicht kriegen. Das ist sogar der Höchstnachwuchs. Bloß weg. Also hier will ich dann noch Felsen hinpappen. Natürlich nicht vor die Kamera. Ich weiß nicht, wie weit die Kamera da noch sieht. So. Das sieht doch besser aus, als wenn wir dann diese komische, ekelhafte Backsteinhorde haben. Auf der anderen Seite kommt das dann auch noch hin. Aber erstmal so vom Innen. Der Unterschlupf gilt für die auch, oder? Ja, sehr gut. So. Kann man da nicht direkt hingucken? Na gut, so viel verdeckt jetzt auch nicht. Aber man kann sich dann noch dahinter verstecken. Rein theoretisch. Jetzt hier vorne noch irgendwie. Aber ein Felsen wäre doch gar nicht schlecht. Das ist so viel. So, und den könnten wir dann noch mit hinmachen. Wie sieht das so eigentlich schon ganz gut aus? Bin ich perfekt? War nicht so ultra schlecht. Kommt noch ein Spielzeug hin. Da können wir hier schon mal die Heizkörper hinpacken. Brauchen wir ja eh bald. So.
Ja, natürlich auch wieder hin. Also frieren die Viecher sich im Winter wieder den Hintern ab. Das wollen wir ja nicht. Wunderbar. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Also auf dieser Safari-Tour, die ich denn hier vorhabe, möchte ich auf jeden Fall die Nashörner unterbringen. Wir haben hier jetzt nämlich die. Warte, wo sind sie denn? Die Breitmaul-Nashörner. Es wäre doch eigentlich cool, wenn man die dann mit einem Auto hier aussehen könnte. Das müssen wir hier alles noch schön machen. Genau wie das hier. Und was ich halt auch machen würde auf der Tour wären Giraffen. Können wir auf die Tour auch noch mit draufpacken. Müsste ich mir mal aufschreiben. Du eigentlich. Achso, du bist ein asiatisches Tier. Bongos. Bei den Bongos weiß ich es jetzt noch gar nicht. Gut, Brillenpinguin auch nicht. Brillenpinguin würde ich dann auch eher vielleicht für die Bootstour nehmen. Aber für die Bootstour haben wir, glaube ich, gar nicht so viel mehr, was im Wässerchen schwimmt. Dingos sind Australien, okay. Stimmt, Flusspferd könnten wir auch noch mit reinpacken dann. Also für die Wassertour. Ist das schon wieder irgendwo ein Scheißtier gekommen? Lass mich raten. Ja, es ist wieder der Elefant. Ist das hier kaputt? Ah, ja, okay, diesmal ist es kaputt, aber ich weiß nicht warum. Der Typ hat ein einziges Gehege hat er, was er reparieren muss. Ein einziges Gehege. Und das ist das hier. Ich habe es extra zugewiesen. Leute. Könnte bitte mal einer herkommen? Irgendeiner? Ja, jetzt kommst du angerannt. Jetzt. Jetzt erst. Dein Ernst? Ah, ich muss hier erstmal die Wegbegrenzung nachholen. Haben wir jetzt eine ganze Weile nicht. Machen wir erstmal die Wegbegrenzung. Geht jetzt gerade erstmal vor. Wichtig ist erstmal die hier. Dummo ist wieder ausgeflogen, ja. Dummo macht wieder einen auf Weltenentdecker. Kleinen Macken da. Um die kümmern wir uns dann woanders. Würde ich sagen. Warte. Das ist eine Treppe und kein Gehweg. So. Oh
Warum steht ihr hinter der Bank? Könnt ihr mir wahrscheinlich selber nicht sagen. Cool wäre es ja auch, wenn es so Goldstreifen oder sowas geben würde. Es gibt zwar goldene Objekte. Aber die passen hier nicht rein. Und nicht das, was ich meine ungefähr. Mal gucken. Vielleicht halt auch mal so andere Wegbegrenzer finden. Ich hab die Steine aber. Ich will mich auch mal mit anderen Sachen ausprobieren. Nicht so für die Mitarbeiterbereiche, die brauchen ja nicht unbedingt diese Steine. Also für diese Wege hier. Wir haben es ja nicht nötig. Dann nehmen wir hier einmal den kleinen. Vielleicht so Holzplatten. Mal gucken. Ist da irgendetwas für Finder? Ja. Ja, bis gleich. So, okay, das ist wieder der Mitarbeiterweg. Nehmen wir hier nur so einen kleinen. Hier nehmen wir sowieso nur einen kleinen. Stimmt, ich könnte eigentlich auch so umgedrehte Säulen eigentlich hinmachen als Wegbegrenzer. Lass ich einmal kurz. Es geht. Die dann einfach so unten in den Weg einlassen. Das ist so lang. So. Und jetzt sind wir hier endlich bei den Panics angekommen. Das Schlimmste ist, das müssen wir auf der anderen Seite auch noch machen. Würde ich sogar jetzt bei den Wegen machen, die keinen Bordstein haben. Musik ist schon wieder tot. Das da einfach weg. So. Wichtig ist mir jetzt auch eigentlich erstmal das hier. Dass ich das irgendwie... Warte mal, wir können auch einfach... Nein. Haben wir einen passenden Zaun? Da haben wir überhaupt einen neuen Zaun gekriegt. Da haben wir noch gar nicht nachgeguckt.
Okay, wir haben jetzt diese Maschendrahtzaun. Soundfall. Umgedrehte Zäune auf jeden Fall. Ja, das ist nicht so ganz das, was ich suche. Okay, dann nehmen wir einfach das hier. Das passt halt auch null. Die mal da. Das sieht ja auch kacke aus, wenn da das Ding da hochguckt. Das ist auch nicht besser. Damit aus. Nicht einfach. Oh Gott, das ist zu groß. Wieso denn Begrenzung? Das wird auch. Vorbögen. Wir könnten auch oder warte mal, habe ich bei den Bauplänen nicht noch? Na gut. Das ist jetzt nicht so berauschend. Gut, wir basteln uns einfach was selber. Das wird nicht einfach. Okay, und jetzt mal gucken. Okay. Ist auf jeden Fall kurz, das ist zu lang. Das war vielleicht ein bisschen zu perfekt gerade. Sieht halt schon besser aus, wenn es halt so runterhängen würde, aber das ist nicht wirklich machbar gerade. So. Let's have a bit of fun till I downfall.
Und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Könnte ich dann nicht? Und dann okay, gut, perfekt wird's nicht. Aber es passt so. Das passt. Passt halt nur von den Größen nicht, aber es muss ja auch nicht perfekt sein. Weil ich möchte ja halt hier so einen Baum drin haben. Dann wäre jetzt für eine Abgrenzung halt ganz gut. Damit wir davor halt auch so Bänke bauen können. Einmal. Guck einmal. Gott, hier ganz afrikanisch. Das ist erstmal nur ein Beispielbaum. Bleibt noch nicht. Einrichtung. Bänke. Doch eigentlich ganz gut aus. Nur der Baum gefällt mir noch nicht ganz. Dann können sich halt die Leute hier so hinsetzen. Da kommen dann jetzt später auch noch Tiere hin. Und sie haben jetzt genug Platz, irgendwo lang zu gehen. Eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. So. Mache ich hier noch ein paar Kleinigkeiten. Dann würde ich einmal ganz kurz eine pinke Pause machen. Ich will jetzt nur noch wissen, welcher Baum. Nein, du auf gar keinen Fall. Na, du bist so groß. Ja, gut. Leberwurstbrunnen schon.